Und wir wollen jetzt noch über eine andere Facette dieses Krieges reden. Zugeschaltet ist jetzt Professor Eberhard Schneider. Er ist Russland-Experte und Direktor des EU-Russia-Centers. Herr Professor, ich begrüße Sie. Guten Tag. Lassen Sie uns noch mal über auch. Lassen Sie uns noch mal über Wladimir Putin sprechen. Der russische Präsident geht jetzt ja angeblich gegen seine eigenen Leute vor. Er soll Berater entlassen oder sie unter Hausarrest gestellt haben, sagt zumindest das Weiße Haus. Wie würden Sie die aktuelle Situation des russischen Präsidenten einschätzen? Welche Wahrheiten nimmt er überhaupt noch wahr? Er nimmt nur das wahr, was man ihn wahrnehmen lässt. Er selbst geht nicht ins Internet. Er hat da überhaupt innerlich persönlich gar keinen Zugang dazu. Er hängt ab von den Informationen, die er bekommt. Und er fällt seine Entscheidungen fast allein. Und seine engere Umgebung hat ihn nicht darüber informiert, über den wahren Zustand seiner Armee. Und auch nicht über die Situation in der Ukraine. Er ist offensichtlich nicht in der Lage, die Ukraine richtig einzuschätzen. Ich entnehme daraus, dass Wladimir Putin eben nur noch von Einflüsterern umringt ist. Aber wer dringt denn da überhaupt noch zu ihm durch? Gerhard Schröder ja offenbar nicht. Ist Herr Abramowitsch da möglicherweise erfolgreicher? Er lebt nicht von Einflüsterern, sondern er fällt alle diese Entscheidungen weitestgehend praktisch allein. Und die Entscheidung, militärisch in der Ukraine einzumarschieren, darüber war nicht informiert der FSB, die anderen Dienste, nicht die Regierung. Im Grunde nur ganz wenige, wahrscheinlich Militärs, die mussten es ja wissen. Das Problem ist, an Putin im Grunde kommt niemand mehr ran. Und auch die Oligarchen wie Abramowitsch, der gewisse Verbindungen zu Putin hat, wird das versuchen. Aber ich habe den Eindruck, es ist also fast aussichtslos, überhaupt noch auf Putin einzuwirken. Und nehmen Sie das Beispiel, als Bundeskanzler Scholz bei ihm in Moskau war, an einem 6 Meter langen Tisch saß. Ich persönlich nehme an, dass Putin auch nicht geimpft ist, deshalb der große Abstand. Im selben Moment, als Scholz dort am Tisch saß, im selben Moment wurde in der Staatsduma, nicht weit entfernt von dem Tisch, an dem er saß, im selben Moment wurde in der Staatsduma, im russischen Parlament, der Gesetzentwurf eingebracht, die separatistischen Gebiete in der Ostukraine anzuerkennen. Das heißt genau das Gegenteil von dem, was eigentlich Scholz im selben Gespräch erreichen wollte. Welche Gefahr liegt darin, wenn ein so mächtiger Mann wie Wladimir Putin ja zweifelsohne ist, so unberechenbar ist? Was kann da noch auf uns zukommen? Das ist im Grunde das Problem. Putin ist stolz darauf, dass er unberechenbar ist. Darauf legt er großen Wert. Er ist auch sehr emotional in seinen Entscheidungen. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wer ihn wirklich noch beeinflussen könnte oder abbringen könnte von dem, was er vorhat. Und vielleicht fängt er langsam an, jetzt zu erkennen, in welche Lage er sich im Grunde selbst hinein manövriert hat. Aber er hat die fixe Idee, die Sowjetunion hat den Kalten Krieg nicht verloren. Die Sowjetunion hat damals nur kapituliert. Er will den Kalten Krieg jetzt noch einmal führen, aber diesmal siegreich unter der Mithilfe von China. Und er hat für meine Begriffe bis heute nicht wirklich verarbeitet den Zerfall der Sowjetunion. Russische Soldaten sollen jetzt ja in der Sperrzone rund um das Atomkraftwerk Tschernobyl radioaktiv verseucht worden sein. Die ukrainische Vizeministerpräsidentin, die spottet jetzt, der Feind habe nur Stroh im Kopf. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Vorwürfe nicht. Für wie glaubhaft halten Sie diese Behauptungen? Also dieses Vorgehen in Tschernobyl war sehr unprofessionell. Die Soldaten haben dort Schützengräben ausgehoben. Befestigungen versucht zu machen, haben natürlich die ganze Erde, den ganzen Staub aufgewirbelt und haben sich wahnsinnig radioaktiv infiziert. Es wurden schon die ersten Symptome gezeigt. Und dann haben die Soldaten im Grunde fast fluchtartig Tschernobyl verlassen und haben das ukrainische Wartungspersonal, das 4 Wochen lang nicht ausgetauscht werden durfte,
gezwungen, dass sie unterschrieben haben, sie seien nur da gewesen zur Bewachung des Atomkraftwerkes und alles sei ordentlich übergeben worden. Vielen Dank, Professor Schneider vom EU Russia Center. Dankeschön. Ich danke Ihnen.